Ja, ne? Sieht gut aus, was du da fabriziert hast. Dann fange ich an. Hallo Leute, ich bin's wieder, der Sera. Heute geht's weiter mit dem Let's Play von Rogue Legacy. Heute mit Gasthörer und Gastsprecher. Ja, hi. Ja, oder auch nicht hi. Ja, was meinst du mich? Ja, wer werden sonst? Achso, ja, ich ja nicht. Ja, ich habe mich heute extra ein bisschen böse. Die ganze Zeit hustet er nicht, jetzt fängt er an. Ja, habe mich heute extra ein bisschen böse geschminkt. Eine kleine furchteinflößende Maske da mir aufs Gesicht aufgetragen. Und ja, in der Hoffnung, dass es heute besser geht, dass die Gegner Angst vor mir haben und mir heute nicht wehtun. Bin ja beim letzten Mal ein bisschen auch gestorben. Ja, ach ja, ich muss auch böse gucken die ganze Zeit. Aber das ist anstrengend, ne? Böse gucken die ganze Zeit? Nein. So, fangen wir mal an. Gehen wir wieder in unser Harem. Da können wir uns einen von drei geilen Kerlen aussuchen. Was ist denn da los? Den hatten wir ja noch gar nicht. Mit was schießt der? Mit Hugo Gunnar Diesen. Naja, dann. Nehmen wir den einfach mal, kennen wir nicht. Probieren wir direkt mal aus. Wobei ja der Paladin, den wir extra geskillt haben, eigentlich besser bei uns ist. Wir haben hier einen neuen Skill. Upgrading your carry capacity will allow you to wear better and heavier armor. Mhm. Na gut, Geld für Rüstung haben wir glaube ich sowieso nicht. Das kostet sowieso viel zu viel. Ne? Leben können wir auch nicht upgraden, kostet irgendwie alles viel zu viel. Hier, Mana, mehr Mana. Das können wir doch mal machen. Ja, das war's dann auch schon. War viel zu teuer. Ach ja, böse Kumpel, nicht lachen. Ja, let's go. Ja, ja, eure Quests kenne ich noch alle. Building. Na da. Mal gucken, ob ich es überhaupt noch kann. Eieiei, was ist denn da los? Was? Was zum Teufel? Kann man ja alle gar nicht schlagen. Ei. Hätte man wissen müssen. Das ist ja... So, wie ging das? Springen und runter. Ich habe das Gefühl, die Gesichtscreme wirkt nicht. War aber auch eine gemeine Stelle, so von Anfang heftig. Egal, wir brauchen den Paladin. Haben wir einen? Nein. Charaktere werden übrigens immer randommäßig zur Verfügung gestellt. Wenn du Fragen hast, kannst du auch Fragen stellen, ne? Ja, ich ja, weiß. Das ist gut. Ich weiß gar nicht. Das Schwert haben wir uns jetzt schon geholt. Ja, der nette Kerl hier, der knüpft dann immer sämtliche... Was stand da jetzt gerade? Konfirm? Anstatt Confirm? Muss ich mir nochmal anhören. Das stand jetzt nicht komplett. Egal, der nette Typ, der knüpft uns nämlich immer so jegliches Gold an, wenn man da passiert. Das ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt kann ich ja theoretisch direkt mal probieren, hier den Teleporter zu benutzen, weil ich habe nämlich... Ne. Die Teleporter gehen wieder weg, wenn man das Spiel verlassen hat. Beziehungsweise wenn man gestorben ist. Na, das ist ja gemein. Aber jetzt ist das Spiel endlich mal eine Farbe, ne? Sieht schon viel besser aus. Ja, ja. Genau. Ja, gut, hättest du weitergeguckt, wäre es bei dir auch noch eine Farbe gewesen. War ja bloß ja, ersten zwei Sekunden. Aber das hat zu lange gedauert. Ich kann es wieder nicht mehr. Weißt ja, Internet und so, ne? Ja. Ja, ist verständlich. Kann man dir auch nicht übernehmen. Aber ich muss schon sagen, es haben sehr hohe Spaßfaktor. Das kann man mir nicht zumuten. Mir das immer abgehackt anzugucken. Hm. Nee, da
Quatsch. Ich meine, das ist jetzt auch nicht. Das ist jetzt auch nicht anders, wenn du gerade spielst, aber. Naja, was soll's. Hab ich ihn kaputt gemacht. Hab ich ihn kaputt gemacht. Mit meinem Bohrmesser. Der Barbar. Geiler Kerl. Was ist denn da los? Da kommen wir doch nicht vorbei. Egal, dann nehmen wir einen anderen Weg. Ganz einfach. Hatte keine Chance da. Ah, da unten ist wieder so ein fieser Gegner. Am besten gehen runter, schlagen den, gehen ganz hoch. Ach Gott, komm euch in dem Auto mit. Boah, geht durch die Wand durch, muss ich sagen. Knifflig. Bin auch gleich schon wieder tot. Jetzt macht er nicht hier, was er machen soll. Ja, war da easy. Komm, schieß mit Feuer! Eieiei, noch einmal treffen, ich bin schon wieder am Eimer. Unfassbar. Ich glaube selbst 1000 HP mehr bringen mir nichts. Aber ich bin schon Level 11, das ist ja schon. Oh, riesen Statue. Hey, HP dazu bekommen. Oh, sexy, zwei Küsten. Oh, guck mal an, da ist eine Tür. Da geht's zum Endboss. Ja, Gesundheit. Ja, danke. So, den Teleporter nehmen wir direkt mal mit. So, jetzt können wir uns nämlich hin und her teleportieren. Jetzt ist die Frage. Es ist ja da der Teleporter, wenn ich mich jetzt dahin teleportiere. Kann ich hier irgendwas machen? Kann ich mich heilen? Komme ich hier vielleicht wieder raus oder so? Oder? Nee. Leider nicht. Eigentlich bringt einen der Teleporter gar nicht. Gut, gehen wir mal zum Endboss, wa? Was heißt zum Endboss? Bossmonster ist das natürlich, den machen wir natürlich mit links und rechts. Eieiei, ein riesen Auge, ich fühle mich beobachtet. The Gatekeeper! Weißt du, warum ich das Spiel beschränkt bin? Oh, oh, hier ja. So, Mickey... An was? Mickey Mouse Adventure. Ja, für die Xbox 360, für die ganz alte. So ein bisschen Feeling ist davon da. Ja! Und auch ein bisschen Zelda. Ich bin Mickey Mouse! Hier, ich will meinen Paladin wieder. Da, endlich können wir wieder einen Paladin nehmen. Jetzt haben wir natürlich extrem viel Geld gefahren. Ich investiere das alles erstmal schön in HP. Man kennt mich. Ich brauche viel HP. Ach, wir verlieren jetzt schon wieder alles. Mal gucken, ob wir ein bisschen Rüstung kaufen können bei den letzten Herren hier. Hier, was kostet die? Ja, exzellent. Besser als nichts, ne? Was haben wir hier? Noch nichts. Ah, doch, da! Ja, können wir uns leider nicht mehr leisten. Ja, in der nächsten Runde vielleicht mal komplett eindecken. Was hab ich denn da jetzt hier? Jetzt steht wieder Confirm da. Gerade stand definitiv KFRI, hast du nicht gesehen dann. Ich bin ja nicht blöd, meistens. So, wenn ich jetzt hier hingehe, in der Tat. Vielleicht sind deine Augen auch einfach so kaputt heute. Nein. Ich habe perfekte Augen. Ja, ja, ja. Ich sehe richtig scharf. Deswegen sind hier auch so komische Worte, ne? Ja. Aber ich sehe, dass er alles ein bisschen zeitverzögert, also kann ich dir ja sagen, ob das verstanden ist. Ja gut, aber das ist ja jetzt sowieso schon. Hast du diesen Move gesehen von mir? Oder du wirst ihn gleich sehen. Welchen? Was ist denn hier los? Wie ich da auf das komische grüne Ding da drauf schaue. Oh, das geht nicht immer. Jetzt. Oh, oh, oh. Für sowas bin ich zu blöd. Oh, was ist da los? Oh,
Das geht nicht. Und da hatte ich mal einen Papa. Ja. Ich bin so geil, wie der mal rein kann. Das ist super. Was hat denn der da auf dem Kopf? Soll das einen Helm darstellen? Ach ja, den hab ich mir gerade gekauft. Heute kein Chicken and Raiders. Oh. Geht's doch schon wieder los. Mensch, der Typ, der tut ja richtig Schaden machen. Boah, Wahnsinn. Der haut rein, der gefällt mir. Der hat jetzt immer. Wahnsinns-Typ, der macht alles mit anderen kaputt. Oh. War da einfach. Wo ist der Endboss? Oh, nein. Ja, man muss halt mal wissen, wie... Ach, toll, das Geld kann ich mir jetzt nicht mehr einzahlen. Hier die Monster. Die Zombies werden direkt durch die Wand geprügelt. Und was sagst du zu dem Spiel? Ja. Geht eigentlich, ne? Ist nicht also, so deins, ne? Aber es ist trotzdem... Echt, gibt's das? Das glaube ich. Ja, die anderen, die sehr gefällt, die fand ich spannender als die das. Nein! Doch. Es war doch klar, dass wenn er unter mir steht, den Vorteil hat und ich ihn von oben nicht treffen kann. Warum bleibe ich denn stehen? Kann mir bestimmt keiner erklären. Wo ist er denn? Jetzt ist er weg. Schade. Den alten Opa wollen wir nicht haben, der hat keine HP. Wir nehmen unseren Paladin, weil der hat nämlich eine coole Eigenschaft. Wir können mit A uns vor sämtlichen Schaden schützen. Gut. Und wieder ein bisschen mehr Rüstung. Was aber anscheinend bloß Magie-Punkte. Kennst du auch die Magie-Punkte? Magie-Punkte. Naja, ich hab's. Ja, der Bohrer, der heute hat er heute auch genug Magie-Punkte. Da hat er direkt Essen gemacht. Aha. Die perfekte Würze ins Essen gebracht. Ich hab sogar schon Punkte sammelt an Magie, wusste ich gar nicht. Naja, über Weight Watchers. Interessant. So funktioniert das also. Das Magie-Prinzip. Das ist das Magie-Prinzip. Ach, die kann man doch kaputt machen, siehst du. Ich hab's nochmal probiert. Und da oben ist eine Kiste, da komme ich nicht rein. Oh, Geld. So, ich muss dich leider Gottes schon verlassen. Ich höre meine Eltern gerade runterkommen. Ja, kein Thema. Hau doch ab. No. Ich komme ja später wieder. Warte mal noch kurz. Ich bin zu blöd für das Spiel. Was ist da los? Oh, na, das ist doch Quark alles. Nee. 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 Ja, sind wir jetzt wieder ganz alleine. Und da war ich so traurig und bin direkt gestorben. Ich stelle mich aber auch an bei solchen Geschicklichkeitsstellen. Das ist ja nicht erfragbar. Ich krieg nicht mehr genug Geld, um irgendwas zu kaufen. Gar nichts. Ich nehme ein böses Ende, Leute. Das ist wie unser täglich größtes Mordet hier. Das
sieht ja jedes Mal alles gleich aus. Gut erkannt. Da los. So, ich habe gute Nachrichten für dich, ne? Ja. Ich brauch dich nicht verlassen. Ist das nicht schön? Das ist der Wahnsinn. Hier. Ich bin Hast mich auch länger an der Backe jetzt. Ich bin in der Tat erfreut. Sehr schön. Ich bin nur am Sterben, das ärgert mich ein bisschen. Ach naja, mein Gott, ich will auch nicht dazu. Hallo! Ja, das war doch schon mal eine sinnvolle Aktion. Ich bin Bauchfeuer! Ah, das sind immer noch meine Sachen, die hier passieren. Ach, auch noch die falsche Richtung. Und jetzt ist auch noch meine Magie kommt. Ja, komm. Wunderbar. One Hit. Voll runter hast du gerade gemacht. Ach, Sackgasse. Haben sie mich in die Sackgasse geschickt? Hat den Vorteil, die Gegner können bloß aus einer Richtung kommen. Das stimmt. Wahnsinn, ich werde nur so machen. Was machst du schon hier? Komm, ein ins Getümmel, zack, zack. Nein. Ja. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich das vor 2 Tagen gespielt habe, war es wesentlich einfacher. Irgendwann hatte ich da so einen Dreh raus, dann konnte man immer mal so ein bisschen was reißen, aber mittlerweile geht ja gar nichts. Was haben wir denn hier so Feines? Kostet zu viel. Kostet zu viel, kostet alles zu viel. Wir finden ja nichts mehr. Steht die ganze Zeit confirmed da, das stand gerade nicht da. Ich werde es mir definitiv nochmal angucken. Vor allem, ich habe da draußen so ein NPC stehen. Was ist da los? Hier ist irgendwas Schönes. Ein Cheatraum hier. Wer hat's entdeckt? Wer ist zu blöd, da runter zu kommen? Du? Ist ja witzig, man kommt noch nicht rein. Ist da kaputt? Clever gemacht hier, alles unsichtbar. Guck an. Andere Leute hätten jetzt schon wieder die Heimreise angetreten. Ich habe nochmal probiert, nach links rechts zu gehen. Das ist nicht schön. So, jetzt aber. Spring runter. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Zack, runter. Und zack, runter. Ach, komm hier. Einfach rein in die Zacken, da kommen wir ein bisschen besser von weg. Direkt nochmal schlagen, ist ja nicht so schwer. Warum mach ich's denn? Wahnsinn. Ein Treffer und ich bin schon wieder weg. Ich bin der Knaller. Ja, wäre ja langweilig, wenn es einfach wäre, ne? Das stimmt wohl, ja. Da kommen die Zombies ganz dreist aus dem Boden raus. Was haben wir denn hier Feines? Ach Herrgott. Man soll ja schließlich auch ein bisschen gefordert werden, ne? Eben. Nur hier wird man für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr gefordert. Mhm. Oh. Gewohnt, ne? Ist er schon wieder von oben? Kacke drauf gefallen. Das Schlimme ist, ich habe eine Tastenkombination, damit mache ich ja diese Attacke nach unten, damit ich diese Plattform öffnen kann. Aber aus irgendeinem mir noch unerfindlichen Grund macht er das nicht immer, obwohl ich diese Tastenkombination drücke.
Und nein, es ist keine Ausrede. Habe ich auch nicht gesagt. Hast aber dran gedacht? Nein, habe ich gar nicht. Erzähl nicht immer so einen Scheiß. Ja. Habe ich hier noch irgendwas nicht? Habe ich hier einen schönen Rucksack? Nee, Mantel, gar nichts. Okay. Aber hier, bei der Pine kann man da jetzt was kaufen, oder? Das hat doch genau, was ist das denn? Eine Sprintrune. Ah, gerade das kann ich gebrauchen. Was haben wir hier? Aha. Prince of the Power to Chunk the Air Multiple Stack. Oh, das ist gut. Kann ich zweimal? Ja, schön, oder? Zack, zack. Oh, schön. Doppelsprung. Doppelsprung. Ja. Wer ist glücklich? Ich. Ich bin glücklich. Was ist denn ein Doppelsprung? Ja, ein Doppelsprung ist etwas Unmögliches. Das total realitätsfrei ist. Mit einem Doppelsprung bist du in der Lage, die Luft unter deinen Füßen zu bündeln, um einen weiteren Sprung auszuüben. Ich mache immer so gern Papa und Sohn Geschichten einfach. Mhm. Papa? Ah. Warum erzählt der Mann immer Papa und Sohn Geschichten? Er will uns ärgern. Aber warum? Weil er es kann. Hier, was ist denn los? Weil er Langeweile hat. Nein, er hat keine Langeweile, Mama. Und dann was? Kann ich aufschlagen, oder? Defeat all enemies. Achso. Ja, dann ich komme auch nicht rüber. Oh, ey, aber ich komme jetzt rüber. Ich geh's mir holen. Was ist denn hier los? Das ist was. Greetings, Adventure! Oh, zwei Kacken! Ey, jetzt Zeit, halt schon am Verteidigen. Oha, ja klar. Will er mir wieder Geld abknöpfen? Okay, ja, confirm. Sitzgold wird mir abgezogen. Bei einer Kiste kriege ich das dreifach wieder. Welche ist das? Was sagst du? Was? Ich bin auch lange nicht so weit da wo du gerade bist. Drei Kisten, ganz links, Mitte und außen. Welche soll ich nehmen? Mitte. What is in the box? Nothing. Danke. Hast du gut gemacht. Jetzt habe ich hier 17 Gold bezahlt und habe gar nichts davon. Ich wollte mich noch mal kurz vorher umentscheiden. Dann habe ich mir so gedacht, ach nee, lass mal. Ja. Oh, hat er mich abgezockt, der eine Typ. Du solltest nicht immer auf mich hören. Nee. Jedes Mal Trainingsdorf genau. Gut, da kommen wir jetzt aber nicht hin. Wir müssen erst alle Gegner besiegen. Da ist ja unser Feind. Vielleicht kommen wir hier wieder zu dir. Guck mal hier, ein Gang, wo du einfach noch kaputt klappen kannst. Das ist doch mal schön. Gold. Der Gang ist mega schön. Hauptsache da stand, ne, bei der Box, you're stupid. You're so stupid, wenn du dann scheuert. Warum? Durch die Wand geklopft. Ich wünschte, das könnte ich auf der Arbeit auch machen. Wenn ich mehr Geschäft komme, direkt durch die Wand schlagen. Ja. Nein, das ist ein ganz netter. So. Hätte ich jetzt auch gesagt. Ja, ne? Ach, die kommen von zwei Richtungen. Zack, 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 zack. Oh. Naja, bin ich ja halbwegs, da unten liegt HP. Warte, die hole ich mir auch noch. Wunderbar, ohne HP zu verlieren, HP geholt. Und hier sind die ganzen Gegner. Hier ist schon wieder so eine Kiste, wo ich irgendwas machen muss. Ach ja, alle Gegner besiegen. Ja, ich kann nicht. Ach, oder ist hier wieder so ein versteckter... Nö. Das ist gemein, jetzt habe ich hier schon zwei Räume nebeneinander, wo Kisten sind, wo ich erst alle Gegner kaputt machen muss, aber man kommt da ja gar nicht hin. Defeat all enemies. Hat jemand einen Plan?
was sterben planen? Ja, ich kann mich mit zwei Sachen gleichzeitig anlegen. Was soll denn das? So ein Quatsch. Mein Team ist aber irgendwie... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Habe irgendeine Taste gedrückt. Jetzt bin ich hier versteinert und kann mich nicht mehr bewegen. Ah, hä? Was ist denn das gemacht? Ich hab schon das gemacht. Man weiß es nicht. Das geht jetzt mit 5 drauf aus. Naja, ist ja auch egal. Muss ich halt den Weg wieder zurück. Geronimo! Bam! Bam! Na, ist eigentlich gar nicht so schwer. Aber man kommt da echt nicht hoch. Oder man muss... Da drüben war ich, ne? Ne, hier war ich noch nicht. Vielleicht muss man auch die einfach nur töten, das war's doch. Warte mal, von denen hab ich doch auch eine kaputt gemacht. Die hab ich nicht gemanagt. Ach, oh, 5 Schläge, da drinnen, wo ist mein Team? Wo ist mein Team? Hauptsache, das Schwert ist größer als deine Figur selber. So muss es sein. Hier war ich doch aber auch schon. Hier. Da. Was? Ach so, ich habe immer wieder Zeit dafür. Nee, es ist echt... Nee, ist jetzt für immer gesperrt? Nee. Ey, da läuft jeder mit meinem Team. Ich komme da oben rein. Ich muss erstmal visuell die ganze Map verarbeiten, was da überhaupt gerade Phase ist. In der Zeit läuft da schon 3 Sekunden ab, die ich Zeit habe, mir diese Kiste zu holen. Ja, was ist denn da los? Kann ich zaubern. Kommst du nicht mehr ran? Nein. Da liegt noch! 5 Gegner getötet hier, das kann man nicht.